Flucht, Vertreibung, Heimatlosigkeit sind ja nicht nur dramatische Realitäten unserer Tage, die praktische Antworten auf den verschiedensten Ebenen erfordern. Sie sind offenbar Grundphänomene der gesamten Menschheitsgeschichte und damit auch der Religionsgeschichte. Blicken wir in die heiligen Bücher der abrahamitischen Weltreligionen, können wir erkennen, dass im Judentum wie auch im Christentum, im Islam, elementare Ereignisse, die das Selbstverständnis der Gläubigen bestimmen, stets mit Flucht, Wanderschaft und Heimat oder Heimatlosigkeit zu tun haben. Aus meiner Sicht haben wir, was dieses Thema betrifft, erstens eine gesetzliche Verpflichtung, weil es gibt das Grundrecht auf Asyl. Insofern stellt sich die Frage, ist das so in Ordnung, wie es passiert? Eigentlich im Moment gar nicht, denn die, die kommen, die haben einfach einen rechtlichen Anspruch bei uns. Im Bereich der Integration der angekommenen neuen Migranten dürfen Fehler, die die frühere Integrationspolitik oder auch fehlende Integrationspolitik verursacht haben, nicht wiederholt werden. Obergrenze, da bin ich natürlich in Tübingen hier gerade richtig, ne? Obergrenze, also soll man eine feste Zahl festlegen von Flüchtlingen, die rein dürfen. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch, auch ziehst du die Zahlen an, denn wer legt denn jetzt die Grenze, vor allen Dingen nach welchen Kriterien fest? Das Paradigma der Flucht ist die Schutzlosigkeit und Wehrlosigkeit des kleinen Kindes, nicht der Erwachsenen. Josef flieht nicht, weil es ihm bange wird, sondern weil das schutzlose Kind bewahrt werden muss. Das logische Subjekt ist das Kind. Demnach soll aufgrund der eigenen existenziellen Erfahrung von Fremdheit in Ägypten kein Unterschied zwischen dem Einheimischen und dem Fremden in Israel, dem sogenannten Gerkoschar, herrschen. Und das ist diese Verantwortung, die uns auch, wie gesagt, verantwortlich macht, dass wir Menschen sind, sagt der Koran, wenn es überhaupt sogar ein Götzendiener dich nach Schutz fragt, du sollst ihn auch diesen Schutz gewährleisten und du sollst ihn begleiten, bis er in Sicherheit sich befindet. Im Prinzip chemisch rein sind, wie geht man mit Muslimen um und wie vermittelt man diesem Hilfspersonal ein Grundwissen in muslimischen Fragen. Damit ich auch eine Orientierung habe, habe ich dann als Ehrenamtlich ein kleines Begleitheft mit Hintergrundinformationen, ein paar didaktische Tipps auch, weil die Ehrenamtlichen ja meist nicht aus, also keinen pädagogischen Hintergrund haben. Und ich habe gesagt, hey, singt doch mit uns, wir machen hier Oper. Und sie haben gesagt, na Oper, vielleicht ist die ein bisschen verrückt, aber na ja, okay, sieht vielleicht ganz nett aus, wir gucken mal. Und da gab es natürlich also viele auch Fragen kultureller, religiöser Art, aber ich habe auf der Reise gelernt, dass die meisten Missverständnisse doch ganz normaler menschlicher Natur sind. Ich war erstaunt und ich wusste nicht so viele Spenden. Also wir hatten einen Raum, wo alles voll war und wir hatten eine Spendestopp. Da haben wir halt Anziehsachen, Kleidung, Spielsachen, Schuhe und Decken, die wir als Spenden einsammeln und haben die bisher mit 23 Transporten hauptsächlich in die Balkanländer und nach Afrika transportiert. Die Tübinger Bevölkerung hat auf mehreren Flüchtlingsgipfeln, so hießen diese Veranstaltungen, die hier stattgefunden haben, ein überwältigendes Interesse und eine überwältigende Hilfsbereitschaft, eine sehr positive Einstellung bekundet. Ich glaube, dass es eher richtig ist, diese Hilfsbereitschaft zu stärken und nicht die Befürchtungen in den Vordergrund zu stellen. Zumal man ja sagen muss, wenn ich jetzt durch die Stadt Tübingen gehe in den vergangenen Wochen, ich sehe nichts, was jetzt aus Sicht eines ganz normalen Bürgers, einer ganz normalen Bürgerin, erstmal als Bedrohung wahrgenommen werden müsste. Vor Ort kann ich gar nicht wissen, ob es möglich ist. Teilweise sind es auch, die wollen immer mit Kindern und Frauen was machen und wir haben aber über 80% Männer. Und dann sind sie immer ganz enttäuscht. Ich habe 5 Kisten Klamotten, ich würde sie gern abgeben und sind auch Markenklamotten, da sage ich herzlichen Dank, finde ich auch toll. Aber wir brauchen sie nicht. Und deshalb finde ich, die Koordination vor Ort ist sehr, sehr wichtig. Es gibt ja ein Bild von uns. Und dieses Bild von uns, also von uns Deutschen, heißt, wir können organisieren. Wir sind ordentlich, organisiert, strukturiert. Manchmal ein bisschen langweilig. Und wenn wir das im öffentlichen Handeln hinbekommen,
und dabei auch noch ein bisschen Freundlichkeit hinbekommen, das erwartet man jetzt nicht zwingend von uns, dann ist zunächst erstmal ja alles. Viele von Ihnen suchen Zuflucht in Europa, das für Sie zum letzten Hort der Freiheit und des Friedens geworden ist. Eine unglaubliche Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft heißt sie zumal in Deutschland willkommen. Die staatlichen Institutionen versuchen ihr Bestes, um diese gewaltige Herausforderung zu meistern. Das sollte man bei aller Kritik nicht vergessen.